10 Cent kriegen würde, bin ich von den Leuten angegriffen. Würde. Dann könnte ich mir wohl schon einiges kaufen. Herzlich willkommen zurück. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelodon zu einem neuen Part Resident Evil Revelations mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part haben wir uns ein bisschen geirrt und verirrt. Hier müssen wir hin, Aufzugschlüssel. Nicht irgendwo anders. Nee, hier geht's runter. Vorausgesetzt, wir aktivieren es auch mal. Ja, jetzt habe ich mich geheilt und sonst. Ja, komm, aktiviere. Und das hier vielleicht. Na toll, jetzt fehlt mir ein Kraut. Das werde ich dort unten bestimmt gebrauchen. Und dort unten wird es bestimmt nicht friedlicher. Munition habe ich auch keine mehr. Super. Vom Rachel-Kampf. Komplett ausgezerrt. Was, das war schon das Ende? Hätten wir einfach nur runterfahren sollen am Ende des Parts. Tja. Episode 5. Gelüftete Geheimnisse. Oder auch Revelations. Verdammt, ist das kalt. Hier, Jackass. Wir sind beim Balkon in Mocky-Flughafen. Hier ist Fogball. Gute Arbeit. Erkundigt die Umgebung und macht mit eurer Mission weiter. Und, wie sollen wir jetzt hier weitermachen, O'Brien? Macht einfach, was ihr für das Beste haltet. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Weiß nicht. Wir haben nichts gefunden. Absolut nichts. Und was jetzt? Die unterirdische Kammer. Wir wollen sie gleich stürmen. Tja, das klingt ganz nach einem Job für uns, oder, Grinder? Halt, wir haben noch keine Autorisierung. Schon gut, wir machen das, okay? Außerdem, wenn es irgendwas zu entdecken gibt, ist keiner besser als mein Kumpel hier, klar? Hey, ich bin hier, Grinder! So, du bist Jessica also gefolgt. Weißt du jetzt wenigstens, wo sie wohnt? Ja, fast. Ich war ja ganz dicht auf den Fersen, aber dann ist sie bei der... Hey! Du hältst mich wohl für einen Stalker, hä? Das hast du gesagt. Los, gehen wir. Ich hab das Gefühl, dass gleich was passiert. Pass auf, wo du hintrittst. Wir müssen leise sein. Ja, ich weiß. Zwei irre Typen. Irgendwo anderswo. Und ich habe wenigstens Munition. Das ist schon mal schön. Und Jill hat keine. Na klar, passiert hier was. Hast du nicht gesagt, dass wir leise sein müssen? Tja, selbst Homer kann mal einschlafen, weißt du? Das ergibt nicht mal Sinn. Na komm. So. 30 Schuss. Und 30 zum Nachladen. So, zack. Pistolenmunition. Jo, die habe ich ja auch noch. Und ein anderes Gewehr. Also ordentlich ausgerüstet. Denke ich auch, dass das zu öffnen sein wird. Ja, finden wir einen Weg hindurch. Was das auch? Erzähl keinen Scheiß. Und das hier, können wir das öffnen? Fest verschraubt. Ich habe keinen Schraubenzieher.
klar, Oh, oh. Bitte, sag mir nicht, du hast ihn fallen gelassen. Okay, wo ist er? Ich weiß, dass ich ihn hier noch hatte. Warte, du hast ihn doch sicher beim Stolpern fallen lassen. Nun, was nu? Wieder zurück. In den Schraubenzieher suchen. Und doch bitte nicht wegen dem Schraubenzieher. Hat den nicht stolpern hören? Das gehen wir mal das hier. War doch, glaube ich, hier in der Nähe. Ach so, ja, hier. In der Büchse. Na bitte. Du bist so ein Trampel, weißt du das? Sorry, Grinder. Aber so einer. So ein heftiger. Jetzt kann es mal weitergehen. Ist jetzt sowieso ein bisschen ruhig. Ein bisschen zu ruhig. Für meinen Geschmack. Nein, für meinen Geschmack nicht. Für meinen Geschmack könnte es ruhig bleiben, aber... Und ihr wisst, was ich meine. Wenn es ruhig wird, dann ist doch irgendwie immer... die Unruhe nicht weit. Wenn ihr versteht, was ich meine... Versteht ihr mich? Du musst mich verstehen. So, das Rätsel hat man gelöst. Gelöscht haben wir es nicht. Es ist noch da. Vielleicht können wir uns Zugang zum Sperrgebiet verschaffen. Bingo. Die Überwachungskamera hat was. Das hier war auf den Überwachungsbändern. Das ist ein Frachter, oder? Ist das etwa Beltro oder was? Wow, hast du das gesehen? Eine BOW außer Kontrolle? Das war wohl nicht geplant. Das packst du und... Das Flugzeug, was wir abstürzen gesehen haben. Überhaupt keine Chance. Der Absturz hat den gleichen Zeitstempel wie der, den Chris gemeldet hat. Ist das hier drin? Sieht ganz danach aus. Wow, was zur Hölle ist das? Ein Poltergeist! Hey, Quint! Ich schalte um. Mal sehen, wo es hin ist. Hey, da hat einer überlebt. Psst, Ruhe! Mann, was zur Hölle war das? Hab ich nicht gesagt, du sollst ruhig sein? Oh. Oh. Da ist etwas. Aber ich weiß nicht was. Wir sehen es nicht. Oh. Ein Geister. Ich glaube nicht an Geister. Oh, übel. Hey, hat er da gerade was verloren? Bestimmt wehgetan. Na doch, ich glaube irgendwie schon ein Geist, aber... Eins der Opfer hat sie dagelassen. Was ist das? Ich glaube an... daran, dass irgendwie... Verstorbene irgendwie in gewisser Weise noch existent sein können. Aber nicht in Geistern, also nicht auftauchbar, also... Nicht, buhu, hier bin ich das Schlossgespenst. Oder Poltergeist, ich kann dir was antun. Und sowas halte ich für relativ unrealistisch. Okay. Ah, das Weltro, das Logo und die Flagge. Oha. Getötet wurde. Wo ist es? Tja, suchen wir es doch mal. Wo willst du hin, Grinder? Wir sollen das hier untersuchen. Okay. Dann nehme ich das Dingens hier. Scan das Ganze mal. Ja, kann ich halt nicht. Da ist was. Da scheint was zu sein. Zack, Item found.
MG-Munition. Schön. Hier finden wir noch was. Ein Chip-Schlüssel. Das ist ein Chip-Schlüssel. Ich kann das Masternetzwerk knacken, wenn ich den PEP-Schlüssel von dem Dongle extrahiere. Was immer das bedeutet. Mach's doch einfach. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Na also, geht doch. Ich hab genug gesehen. Auf zur Absturzstelle. Ah, da ist wieder Jill. Ohne Munition. Hervorragend. Strom wiederherstellen. Okay. Stellen wir doch mal den Strom wieder her. Natürlich verschlossen. So gehört es sich für eine Tür in Resident Evil. Ich hätte gern Munition. Am liebsten Maschinengewehrmunition. Wenn ich auswählen dürfte. Hier mal ein bisschen suchen. Kann sein, dass hier irgendwo was rumliegt. Natürlich nicht. So. Zack, hops. Wo ist das Leck? Seid verdammt weit rum. Wollt ihr das Schiff mit eurem neuen Virus versenken? Wie sieht's aus? Knietief im Wasser. In die Titanic. Sieht aus wie ein Hebel. Ja. Das ist ein Hebel. Ich würde ihn gerne ziehen. Achtung! Der Kielraum wird geflutet. Die Schuppen können während eines Stromausfalls nicht geschlossen werden. Der Strom kann im Maschinenraum eingeschaltet werden. Wir müssen den Maschinenraum schnell finden. Schalter. Hier war noch so eine Kiste. Da ist noch unsere Schrotflinte drin, die ich nicht rausnehme. Wieso auch? Ich habe ein Maschinengewehr. Das Wasser steigt. Ja, es steht schon. Arsch hoch. Und da ist irgendwas im Wasser. Ja, es greift an. Ja, ich versuch's ja. Und da ist doch was drin. Ein Zahnrad. Okay. Ein guter Rad ist teuer. Holen wir uns das Zahnrad. Vielleicht können wir es irgendwo für benutzen. Oha, das Wasser steigt wirklich an. Ja, ich habe keine Munition. Schön, schön, schön. Ja. Kannst du das mal tun, Parker? MG-Munition. Dankeschön. Wo ist das Monster? Ach, komm. Kommt immer so plötzlich hoch. Lass mich in Frieden. Die kleinen Drecksviecher. Und nu, von dem Wasser sollen wir wegbleiben. Also dort uns lang. Mutierte Fische sind das. Spezialzubehör, was auch immer will mit dem Spezialzubehör anfangen. Ich hab's immer noch nicht herausgefunden. Ja, ich weiß, da soll ich nicht durch. Aber wo soll ich lang? Da vielleicht.
Och, komm schon. Wow. Was sind das für Dinger? Sieht aus wie eine Kakerlake, wie so eine Schabe oder sowas. Ihr kommt immer von hinten. Parker, kannst du das Ding mal abknallen? Und der mir ganz lieb. Die nerven einfach nur. Die machen auch nicht ernsthaft Schaden, aber nerven halt. So. Funktioniert nicht. Ja, aber ich weiß nicht, was das helfen soll. Ah, der Schalter. Strom. Ah. Und da wurde das Wasser abgeschaltet. Heilmittel. Okay, da kommen wir jetzt nicht durch. Müssen wir da durch? Sieht so aus. Jetzt müssten wir da durch. Machen wir doch das erstmal. Okay. Jetzt ist C. Scheinbar brauche ich einmal B oder so. Hier schaltet man den Strom ein. Aber nichts funktioniert. Ich hab's schon gesehen. Ob ich das hinkriege, okay? Und probier du inzwischen die Steuerung da drüben aus. Habe ich schon. Ich mach das. Ja, es ist. Es pendelt immer zwischen. Nichts und C. Muss jetzt da runter und ja, ich kann es ja mal versuchen. Da muss ich wieder durch diese Fischteiche hier, diesen Killer-Kakerlaken. Kommt der von hinten und von vorne? Ja, schön. Lass mich in Frieden. So, hier kann ich jetzt durch. Karte und Innenräume aufgenommen. Okay. Jetzt durch. Wartet Parker da oben. Bin ich jetzt alleine. Speichervorgang ist immer gut. Da passiert gleich was. So komplett ohne Munition. Au, scheiße. Da kam was die Treppe hoch. Wie kann ich eigentlich nachladen? Ich habe das immer irgendwie halbwegs automatisch gemacht. Hm. Och nö. Kommt wer von hinten? Muss mit dem Messer. Und wenn ich wüsste, was das da für eine Waffe ist, könnte ich sie auch wechseln. Dann wüsste ich, ob ich sie wechseln will. Hm. Also gegen das Maschinengewehr mache ich es nicht. Aber gegen die Flinte vielleicht. Oh, Maschinengewehr. Ordentlich. Da kann ich die Flinte schon mal dahin legen. Spezialzubehör. Oh, die hat sogar Munition. Vielen Dank. Kann ich wieder ein bisschen rumballern. Ich will ein bisschen wehren. Ach, komm schon. Mordsgemeine Fische. Gemeingefährliche Viecher. MG-Munition. Wuhu. Sag nicht, die Dinger können laufen.
So. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck der Sache. Wir müssen wieder zurück. Da gibt es noch andere Sachen zu lösen. Irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Gehen wir wieder hoch zu Parker. Wilde Fische. Ich kann die auch nicht erschießen. Die kommen ja so urplötzlich aus dem Wasser raus. Und ich wüsste, dass die kommen. Könnte ich ja schießen, aber das ist ja richtig gemein. Gemein gefährlich halt. Stümpel hier im Wasser rum. Ich habe gerade keinen Plan, wo ich hingehe. Und wo soll ich hin? Ach nö. Parker. Was geht? Nichts funktioniert. Na doch, das Ding hier funktioniert ganz schön gut. Aber nur auf C. Seltsam. Da komme ich ja nicht durch. Seltsam, seltsam, seltsam. Wo finde ich Hebel Nummer 2? Nichts funktioniert. Ja, ich weiß. Aber was tun? So. Und dann nochmal runter. Und die Piranhas des Todes. Pflanze. Können wir gebrauchen. Irgendwo hier war ja was. Wir fuchsen uns durch. Und da war die Schraube locker. Und nu. Und darüber sind wir glatt zurückgelaufen. Die stressen einen auch extrem. Ja, hier war ich schon. Leider hoch. Ach, so ein Landviech. Aber hier an Land kann ich den noch abballern, oder? Okay, tut das auch nicht, aber verletzt. Hier können wir weiter. Angreifende Fische. Fischiger Wahnsinn. Da fischt ihr aber im Trüben. Wenn ihr mich angreifen wollt. Ja, ihr macht's ja, ihr schafft's auch. Pflanze. Ein grünes Kraut. Hilft immer. Und das sieht gut aus, hier waren wir noch nicht. Eine Konzentration zu bringen. Vor allem, wenn mich Fische links und rechts angreifen. Das ist dann immer nicht sehr schön. Sackgasse. Wir können ja auch noch an Land. Ist ja der Fetzige.
Wo geht's links? Tagchen, Werner. Was geht? Schon okay, ich hab's jetzt. Jetzt sind wir auf die andere Seite auf Liefer. So, der ist auf B. Ist da unten zu? Jetzt haben wir hier noch einen MG-Kasten, wenn ich richtig gesehen habe. Wo sind die Schlüssel? So ein Mist. Ich glaube, man muss beide gleichzeitig starten. Dann brauchen wir wirklich den Schlüssel. Jo, den suchen wir natürlich jetzt ordentlich mal. Mehr Zeit. Ja, Schlüssel, Neustartschlüssel. Schön. Wie stellst du dir das vor? Nichts funktioniert. Oh, ein Rätsel nach dem anderen. Hab keinen Bock mehr drauf. Wo sollen denn hier Schlüssel gewesen sein? Ich hab doch keine gesehen. Man. So. Das wollte ich nicht machen. Das muss, glaube ich, auf A. Yep. Der Raum ist noch voller Dampf. Super. Jetzt können wir aber hier runter. Ja, es ist halt alles irgendwie hier unübersichtlich. Es ist immer dasselbe hier. Ach, ich werde auch immer angegriffen. Es ist auch immer dasselbe. Gewehrmunition. Ich habe kein Gewehr mehr. Und noch Maschinengewehre. Sieht alles gleich aus. Irgendwo müsste hier ein Ding sein. Ja, hier war das liebe Rädchen. Müssen wir es jetzt noch an seinen Platz stellen. Speichervorgang, das ist gut. Schockgranate ist auch immer gut. Oh, ich drehe doch. Ich drehe. Okay, so. Jetzt müssen wir zu die Zahnradmechanismus. 10 Cent kriegen würde, bin ich von den Leuten angegriffen. Würde. Dann könnte ich mir wohl schon einiges kaufen. Und dann wäre ich schon etwas reicher. Nicht stinkereich, aber ja, beide zugleich am besten. Zwei gegen einen, so gehört sich das. Ach so, wo ist das Zahnrädchen? Das habe ich in der Tasche, aber. Und wo ist der Mechanismus, wo es angehört? Da! Der ist doch, Zack, Zahnrad eingesetzt. Und einmal aktivieren. Und da haben wir einen Schlüssel. Aber nur einen. Naja, vielleicht reicht es ja aus. Speichervorgang. Ich habe es geschafft. Komm zum Maschinenraum. Ja, wenn ich den finde. Und sollte ich den finden, dann komme ich wieder zum Maschinenraum. Sollte ich mich nicht wieder verlaufen? So, hier sind wir wieder in der Ecke. Und schämen uns aber nicht. So, zack hier rüber. Wir haben nochmal dreimal auf dem Weg angegriffen. Keine Heilung.
Nicht auf dem Weg sterben. Nein, 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 nicht sterben. Das darfst du nicht. Das wäre saublöd. Bringen wir das Ding endlich in Gang. In Position. Jo. Zack. Endlich. Ist der Strom auf dem Schiff oder was? Das werden wir bald herausfinden. Und der Raum wird geflutet. Jupp. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt! Jill, es hört nicht auf!